Viele Kunden überlegen zwischen einer Lilith Bianca oder einer Elektra Wurf. Die beiden Geräte sind ja beides grundsätzlich mal Dual Boiler Geräte. Also das heißt, ich habe wirklich einen separaten Brühboiler und einen separaten Dampfboiler. Auf der Tankecke ist der Vergleich relativ einfach. Oder man könnte umgekehrt sagen, es ist sehr ähnlich, 1,5 Liter Dampfboiler, 1,6 Liter Dampfboiler, wie es bei der Wurf ist. Also das heißt, da ist es fast kein Unterschied. Der Kaffeebezug ist aber komplett unterschiedlich. Die Wurf hat ja eine gesättigte Brühgruppe mit einem kleinen Boiler mit einer Vorheizung. Die Lelit arbeitet mit einer I61 Brühgruppe und einem größeren Brühboiler. Von den Messungen, die wir gemacht haben, wir haben auf beiden Maschinen schon relativ viele Messungen gemacht, sind die Stabilitätswerte vergleichbar. Also das heißt, man erreicht eine ähnliche Präzision. Was ist der Vorteil vom kleinen Boiler von der Wurf? Sie ist schneller aufgeheizt. Also die Wurf ist in 10 Minuten aufgeheizt, Bianca braucht 15 Minuten. Vom Platzbedarf her ist natürlich die Bianca im Vorteil. Mit 30 cm Breite und maximal 50 cm Tiefe, da trägt die Wurf schon um einiges mehr auf. Designmäßig, ja, das müssen Sie selbst entscheiden, aber natürlich ist die Elektra Wurf auch sehr stark Richtung Design entwickelt worden und macht da ein richtiges Statement. Von den Funktionsmöglichkeiten, die Sie haben, also Dinge zu verändern, haben Sie bei der Elektra Wurf Temperatur, präzise und Präinfusion. Bei der Bianca haben Sie Temperatur, Präinfusionsverlängerung und das Pedal. Das heißt, Temperatur vergleichbar. Präinfusion würde ich einen Punkt der Wurf geben. Bei der Wurf aufgrund der gesättigten Brühgruppe kann ich die Präinfusion auf 0 stellen und generell ist die Präinfusion oder das Pre-Wetting, was man korrekterweise dort eigentlich sagt, von unseren Erfahrungen und von unseren Tests her auch noch reproduzierbarer und etwas besser. Natürlich ist das Pedal, geht der Punkt an die Bianca, weil diese Möglichkeit habe ich bei der Wurf nicht. So stellt sich ein bisschen die Frage, brauche ich ein Pedal oder ist es für mich nicht praktikabler, rein mit Temperatur und einer Präinfusionszeit zu arbeiten. Preismäßig siegt natürlich die Bianca, die ja doch um 900 Euro günstiger ist als jetzt die Elektra Wurf.